Willkommen zurück bei Final Fantasy VI mit Ape Supremacy Entertainment und Master Steve 89. Letzte Folge sind wir in South Figaro ein bisschen rumgeirrt. Und der einzige Anhaltspunkt, den ich gefunden habe, war, dass mehrere Leute den Mount Colts erwähnt hatten. Also gehe ich einfach mal zu Mount Colts. Boah, Licht- und Schatteneffekte, brutal. Live-Anzeige gucken, das ist auch manchmal. So, die muss curen. Und zwar am besten sich. Das war super! Ich passe aber auch einfach immer richtig gut auf. Ich bin so ein Vollpfosten. Kann ich da einfach mal so kurzerhand übersehen, dass sie hier alle sterben? Jo, komm, Alter, weißt du, ehrlich. Klopp ich ihn halt weg. Vielleicht. Nächste Runde muss ich mich schon wieder heilen. Boah, ja, jetzt bin ich Alter, ich bin gestorben! Hör doch auf! Ich hab doch neuen Kram an! Naja. Ah, ich habe keinen Mana, ich habe gar nichts. Spannend. Ja, Gore war schon mal so eine Drecksattacke. Ja, Heillock. Nur ein Glück. Ein bisschen Auffrischung. Nein, Item. Man muss aber schon sagen, dass der gute Edgar ziemlich fiesen Damage raushaut. Kriege ich dafür. Okay. Also entweder soll ich hier noch nicht sein, oder ich muss grinden. Ehrlich gesagt, vermute ich aber. Ich habe aber halt auch nur ein Zelt, ich Arschkeks. Kein Zelt. Ein Zelt wäre ja schon mal gut gewesen. Okay, was lernen wir daraus? Schlafsack für den Arsch. Eieiei. Richtig schönes Labyrinth hier. Okay.
Die sind manageable. Der Damage-Output von Edgar ist aber tatsächlich recht nice. Das ist eine Sackgasse. Ja, nee, da ohne rechts geht's durch. Boah, hier in den Höhlen sind's immer die Tuskers. Wildschweine. Der Gore ist halt echt fies. Wenn die jetzt Gore gegen Terra benutzen, ist die am Arsch. Der Angriff ist mega mies. Zweimal, klar. Klar. Ja, Gott soft. Nutze ich jetzt aber Tonic. Ich kann nicht die ganze Zeit die Magie von Terra raushauen. Ohne rum. Unten herum. So, Kiste. Guardian. Klingt nach... Was ist denn Guardian? Eine Waffe. Ja. Von wegen Evasion hätte ich auch schon drauf kommen können, dass es für ihn ist. Symbol, welche von diesem Duncan-Typ. Nice Crit. Bei den Tasks muss ich so aufpassen. Ich lasse jetzt weiter angreifen, trotz allem. Glück gehabt. Sometimes you get lucky. Jetzt gort der sich hier einen ab. Guck dir das mal an. Der fiese Ficker. Okay. Tonic. Da läuft ein Schatten. Au, oh, Erstschlag. Oh. Ja, wenn man das mal vorher wüsste. Ja, das Viehzeug ist relativ stark für mich immer noch.
versuche mal was zu klauen. Oh, Alter, das Klauen funktioniert ja gar nicht hier. Mann, Blood Edgar. Ja, die bringen halt gar nichts. Okay, gehen wir mal weiter durch die Höhle. Oh, ein Zelt. Geilo. Mehr davon bitte. Ja, das sieht aus wie irgendwie ein Stierkopf oder irgendwas. Da in der Wand. Ach, ja. Mensch, die Kamera ist aber auch eine Katastrophe in dem Spiel. Immer auf die arme Zauberin. Ende Gelände. Vielleicht soll ich da auch runter. Erstschlag, ja Mann. Was ich aber ganz cool finde, obwohl Terra Magierin ist, die ist nicht schwächer wie der Rest. Da ist er. Eieiei. Der gute Edgar haut wirklich mittlerweile regelmäßig dreistellig zu eigentlich. Okay, ich kann da nicht so cool runterspringen. Ist das vielleicht der Ninja? Nein, er bewegt sich wie ein Ninja. Ah, Karte ändert sich nicht, schade. Hätte gedacht, jetzt vielleicht Brücke im Hintergrund oder irgendwie so. Ah, das wäre cool gewesen. Lock hat ein Level up. Was für Level sind wir so? 10, 10, 9, alles klar. Was ich mich beispielsweise auch bei jedem Spiel frage, ist einfach, wie lernen die neue Zauber in dem Spiel? Das ist ja immer anders bei Final Fantasy. Kommt das einfach mit der Level? Vermutlich kommt es einfach mit der Level. Ich will jetzt kein Zelt benutzen. Trillium. Okay. Oh, Zombie oder sowas. Fuck. Oder Gift. Es könnte auch einfach Gift sein. Die Frage ist sie. Ja. Sie ist nach wie vor vergiftet. Alles klar. Man hätte wahrscheinlich die ganze so irgendwie so gung 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 bei jedem Schritt oder so gemacht. Wow.
Wow, großer Dungeon. Gold. Oh, das war ein Crit. Die bringen noch 64? Also so lulli finde ich die jetzt eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Eieiei. Ne. Da will ich einen scheiß fetten Eber weg haben. Alter, was eine Gruppe hier. Das ist schon krass. Nächstes machen wir die Blume weg. Coolio, 141. Immer noch nicht so richtig viel. Auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, wie viel ich brauche für ein Level-Up. Das könnte ich mal gucken, wie ist denn da so der Abstand? 644 zum Beispiel. Das ist krass. Und ich habe ja seit dem letzten Level-Up bei Lock. Lock war ja, meine ich, der letzte. Alter, da läuft einer! Okay, gewonnen. Ich muss 10 Kämpfe davon machen, um Lock jetzt nochmal zu lernen. Der will uns bestimmt testen. Dem Drecksack traue ich nicht. Oh, das letzte Tonic war super unnötig. Eieiei. Natürlich kriege ich jetzt hier die Gruppe. Machen wir den einen da oben mal schön weg. Und jetzt volle Kanne auf den Eber. Super, den haben wir sogar weg. Komm, weghauen. Heilen können wir danach immer noch machen. Terra! Okay, jetzt kann ich mal gucken. Wie ist der Levelabstand? 9000er knapp. Okay, für Lock. Espas. Okay, die kann also früher oder später auch Espas beschwören. Oh, und die hat Antidote. Cool. Das hatte sie aber nicht die ganze Zeit. Das hat sie neu gelernt, würde ich sagen. So. Vargas. Sabin sent you, right? Ouch! Who are you? Sabin? Is he here? You were shadowing us earlier, right? Brilliant! And how unlucky it is that you have run into me. Ja, wusste es doch. Ach du Scheiße. Das sieht aber mal so überhaupt nicht geil aus. Die Ippus machen wir erstmal weg. Sind das große Kackhaufen oder wie ist das? Okay, demnächst muss ich irgendwann mal Gedanken drum machen, zu heilen. So rundenweise. Ja, also Edgar, mein Damage-Dealer, sollte dann schon da sein.
Lock nächste Runde. Hoffentlich zumindest. So, der Ippu müsste ja... Ja, genau. Ippu ist weg. Come on! What's the matter? Dann frage ich dich! Du bist doch jeder Sack, der uns angreift. Ich versuche mal Klauen nochmal gegen den. Och ja. Immer diese verschenkten Züge hier mit Klauen. Ist echt ärgerlich. Ja, yep, Terra muss ich auch heilen. Enough! Off with you now! Give it up, Vargas! Is that you, Sabin? Vargas, why'd you do it? How could you do your own father in like that? Fool, he made the mistake of choosing you as his successor. He snubbed me, his only son. No! You were the one he chose. You're a liar! Our master wanted you to be his successor, not me. He appreciated your fine spirit. Enough of your lies! Now have a taste of my superior technique. Mortal Attack Blizzard Fist. Okay. Mortal Attack Blizzard Fist! Ah, Sabin. The master taught you well. I guess there's no avoiding this. Fate made us train together, and fate will send you to your doom. Okay. Doom! Was denn Blitz? I tire of this. Was? Wieso inkorrekt? There's no going back, okay. Oi, kräftig. Come on, what's the matter? So ein... Es ist Shao Kahn. Time to put an end to this. The master's teachings. Must use a blitz technique. Choose blitz. Press the control pad left, right, left, then press A. Left, right, left. Left, right, left, A. Ja, ja, ich hab's jetzt verstanden. Wie inkorrekt! Das ist gar nicht wahr! Ich hab doch links, rechts, links gedrückt. Das ist nicht wahr! Ich drücke links, rechts, links! Hör doch auf, was soll das? Ey, ehrlich, was soll die Scheiße? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ey, so eine Scheiße! Was soll die Scheiße? Links, rechts, links kann ich noch gerade so drücken, ohne mich dabei zu vertippen. Ey, ehrlich, was soll das? Ey, so ein Bullshit, jetzt kann ich da gerade nochmal hinlaufen, ey.
Mann, ey. Naja, gib mir die Chance, geradeaus runter zu gehen. Ey, ehrlich, sowas nervt mich. Da steht links, rechts, links, A. Ich drücke links, rechts, links. Das ist doch A, oder? Bei dem scheiß Wii U Gamepad Ding hier, Classic Controller, Wix, weiß man das ja nicht so genau. Und nee, geht's gar nicht weiter, aha. Schön. Ja, fängt mit Gore an, alles klar. Hier sind wir auch gleich schon mal dran, sein. Sehr schön. So, zartes Pflänzchen weg. Ha! Geblockt! Eieiei. Und den mache ich erstmal mit Tonics. Eigentlich zu wertvoll. Ehrlich, das fand ich gerade extrem uncool mit diesem komischen Affen da. Selbe Stelle kriege ich den Zufallskampf. Und wieder dieselbe Gruppe sogar. Krass. Oh, Crit, sehr schön. Hol mal Lockmann nochmal zurück in den Fight. So, Terra macht die Blume. Da machen sie Pirouetten. So. Ja. Gebe ich dem Lock lieber doch nochmal zwei. Terra auch noch eins. So. Ready. So, dann überspringen wir jetzt. Haben wir ja schon alles gelesen. So, erstmal die Pus hier weghauen. Jetzt muss ich Edgar heilen mit Terra. Das
Nexus darfst du sich selbst heilen. Weil der Kampf mit denen jetzt eh nicht mehr lange geht. Schau Kahn, Alter. Der boxt einen auch immer und mobbt. So. Saban. Ist Saban nicht der Bruder von Edgar? Da war doch was. Okay, ich greife ihn jetzt erstmal normal an, bis er mir sagt, ich soll Dings machen. Blitz. Eine Sache will ich mal gerade gucken. Hat der? Ja. Hat er. Also heilen wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit eben gewesen. Diese blöde Doomfister. Choose Blitz. Press the control pad left. Right, left. And then press the A button. How to use Blitz. Choose Blitz and press A. When the cursor appears, enter. Okay. Using control pad again, press left, right, left again. A button to engage the attack. Stack, nothing will happen. Relax, there's no need to hurry. Choose Blitz. Press the control pad left. Okay. Okay, ich soll das nicht während. Ich bin aber auch so ein Vollpfosten manchmal. Also jetzt wahrscheinlich. Links, rechts, links. Pummel. Also, geht doch. What the? He already taught you that? If only you hadn't been in such a rush for power. Ich wusste es, sobald ich Blitz benutze. Oh, yo. Bin aber auch ein Vollpfosten, dass ich das so falsch verstehe mal wieder. Saban! Big Brother? The Brothers are reunited! Ja, super. Younger Brother? At first glance I thought he was some bodybuilder who had strayed from his gym. Bodybuilder? I'll take that as a compliment. Super gut. Anyway, brother, what are you doing here? You're on the way to the Sable Mountains. To the Returner hideout, no doubt. Yes. I've been watching from afar, hoping that the world might regain some sanity. At this rate, Figaro will be reduced to a puppet state. 9. Our time to strike back has arrived. The Empire is going to pay for what it has done. Think a bear like me could help you in your fight? You'd join us? Saban! I think Duncan would rest easier if he knew his disciple played a part in bringing peace to the world. Let's get going! Ja, Mann.
Okay, das ist jetzt das Ende für diese Folge Final Fantasy VI. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.